Wir stehen in New York am Times Square und wie eigentlich überall in der Stadt, wo draußen Fernseher sind, kommen die Leute zusammen und schauen fern. Das gilt natürlich ganz besonders für diese Nacht und die Stimmung ist noch ein bisschen merkwürdig. Wir haben hier lächelnde Gesichter gesehen, freudige Gesichter, wir haben aber auch weinende Leute gesehen. Also mein Eindruck ist, die Nachricht ist letztlich noch nicht so richtig angekommen. Und vor allem fassungslose Gesichter. Die Leute stehen mit offenem Mund vor diesen Großbildleinwänden und starren da hoch. Und uns geht es im Prinzip genauso. Wir waren gestern noch auf der Wahlkampfabschlussveranstaltung von Hillary Clinton mit dem fast kompletten Spiegel Online US-Team und haben alle drauf getippt, ja, das wird sie gewinnen, weil es einfach so viele Zeichen gab, die für Hillary Clinton sprachen. Das war zum einen die Frühwähler, zum anderen waren es vor allem die Umfragen, die alle so sicher gemacht haben und die auch die allermeisten Zeitungen, die großen Medien, die New York Times, alle haben gesagt, so ungefähr 80% Siegeschance für Hillary Clinton und haben uns alle so sicher gemacht und überraschen uns jetzt damit in dieser Nacht so sehr. Ja, und ich glaube, das ist auch eins von mindestens zwei Dingen, um die es gehen wird. Wie kann es sein, dass die Umfragen tatsächlich so daneben liegen? Da wird es, glaube ich, viel Nachbearbeitung geben. Und das Zweite ist dieser Kandidat, der immer, man hat immer gesagt, der unwahrscheinlichste Kandidat aller Zeiten. Und nun ist er tatsächlich so weit gekommen. Ich glaube, das wird die nächsten Tage bestimmen. Und falls er gewinnt, ist natürlich die große Frage, schafft es Donald Trump, dieses Land zu vereinen? Schafft er es, ein Präsident für alle Amerikaner zu sein? Und vor allem diese Wunden, die dieser verrückte Wahlkampf gerissen hat, die wieder so ein bisschen zu schließen, das Land zu vereinen und ja, im Prinzip das Land zu heilen nach diesem Wahlkampf, wie ihn Amerika noch nie zuvor gesehen hat.